Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Jetzt habe ich mich an der Super Formula ausgerast. Richtig gut. Eins vorweg. Der Sprit reicht auf jeden Fall. Da braucht ihr nicht auf 6 stellen, immer auf 1. Und was ganz wichtig ist, holt euch die harten Reifen. Weil mit den harten Reifen könnt ihr durchcruisen. Und ja, so viel erstmal dazu. Ich habe das hier alles geschafft. Alles auf Platz 1. Es war manchmal nicht einfach, weil sind wir dann doch ziemlich dann mal weggezogen. Aber ich habe sie dann wieder eingeholt. Denn wo ich mich eingegruft hatte, habe ich sie natürlich eingeholt und dann war ich besser als sie. Yeah. So. Ich habe natürlich alle Strecken auf Platz 1 abgeschlossen. So. Hier ist dann nochmal die Wiederholung. Können wir uns eigentlich angucken. Stopp. So, können wir uns mal eben angucken. Das erste vorweg, darum habe ich hier auf Pause gemacht. Da unten steht Überholen. Da drückt ihr einfach auf den Knopf und dann kriegt ihr extra Boost und dann könnt ihr die Leute hier oder eure Gegner hier überholen. Das ist nämlich das Schöne bei dem Formula One Auto. Oder Formula-Auto, wie man das hier auch nennen mag. Für mich ist das ein Formel-1-Auto fertig. Ja, so viel erstmal dazu. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Gucken. Werde das Rennen nicht ganz durchlaufen lassen. Es sind jetzt insgesamt 15 Runden. Und wie man sehen kann, Rennreifen hart. Der Sprit reicht auf jeden Fall für das ganze Rennen und darüber hinaus noch. Und ja, zieht auf jeden Fall die harten Reifen drauf, wie gesagt, und dann könnt ihr komplett durchfahren. Dann habt ihr einen Vorteil gegenüber den anderen, weil ich habe es ausprobiert mit den weichen Reifen im ersten Rennen, musste ich an die Box. Dann habe ich es mit den mittleren Reifen ausprobiert. Die halten auch nicht. Also da bin ich wirklich mit komplett roten Reifen ins Ziel gefahren. Es geht, aber zieht lieber die harten auf. Da seid ihr auf jeden Fall definitiv safe. Gut, die harten werden natürlich dann zum Schluss auch nicht mehr so schick aussehen, aber ihr könnt damit wenigstens durchcruisen. So, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Gucken. Und wenn ich dann Erster bin, werde ich dann wahrscheinlich dann ein bisschen skippen. Bis denn, viel Spaß.
So. Wie man gesehen hat, oder falls ihr darauf geachtet habt, habt ihr die Vorderreifen mal gesehen zum Schluss, oder wenn man darauf geachtet hat, wie abgenutzt die waren. Das sieht da, kann man da schon sehen. Finde ich schon mal nicht schlecht. So, bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Gehen wir zurück ins Café. Oh, okay. Moment, ich muss mal eben von Asien zurückreisen ins Café. Moment. Zacki. Oh ja, cool, danke. Ja, super. Das seht ihr denn, wenn ich das nächste Mal Roulette-Tickets mache. Ja, kurz und ja, schmerzlos würde ich sagen. Das sind die ganzen Menübücher. 47, das war das letzte. Ja, alles abgeschlossen. Schicki schick. So muss das sein. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das wollte ich euch noch mal eben gezeigt haben. Jetzt haben wir wieder fast 17 Minuten. Das ist schön toll. Oder fast 18 Minuten. Ja. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß jetzt mit den ganzen neuen Autos. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Die Sounds, die hörten sich wirklich gut an. War richtig was für die Schönes für die Ohren. Und ich hoffe, Polyphony Digital macht so weiter mit den Autos und mit den ganzen Events und Krams. Also das gefällt mir wirklich gut alles. Ja, so viel erstmal dazu. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite. Jetzt könnt ihr rumcruisen, rumfahren, wie auch immer. Und dann hören wir uns und sehen wir uns ein nächstes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.